einschlafen, dann zeige ich dir die Mine. Ich brauche erstmal einen Platz, wo ich das Pferd platzieren kann. Oder den Esel. Ja, da hinten, bei den Kisten. Einfach da die hinterste Ecke und dann bauen wir dir da einen schicken Zaun drum. Ich habe schon einen schicken Zaun. Pass auf. So, hier. Zack, zack, zack ab. Wir machen das einfach genau, wir machen das einfach mal dahin. Da nur erstmal zur Notlösung platzieren wir jetzt dein Gatter dort hinten hin. Zap, bin schon fertig. So, dann rein da, würde ich mal sagen. Ja, brauchst das Zaun doch nicht aufmachen, das brauche ich nicht. Und schwappab. Und so. Schwappab. So, escape. Dann legen wir uns jetzt mal schnell hin, bevor hier Monster in meinen Ding spawnen. Die spawnen gerne da, wo viel Platz ist. Jo. Zwergenstädte machen sich da ganz gut. Jo. Guck ihn an, er liegt in seinem Grab. Hey, Foto. Hab ich ein Foto gemacht? Nee, glaube ich nicht. So, mach ein Foto. Ich mach viele Fotos. Zu viel, zu viel, zu viel. Es ist so warm draußen. Die nächste Folge Bergtour mit Zwerg. Ich muss das mal 2 hoch machen, weil der Esel sonst rauskommt. Neuerdings tun die nämlich schon drüber klettern über so ein Zeug. So, dann auf. Und so, ja, mein Esel. Hast du eine Uhr? Ich hab eine Uhr. So eine Minecraft-Uhr gedöns? Ja, das okay, hab ich. Okay, sehr schön. Weil sonst hätte ich meine mitgenommen. Dann zeige ich dir jetzt mal den Mineneingang. Ich folge dir unaufhörlich. Unaufhörlich, so. Hier sehen wir auch nochmal, das wurde alles aufgeschüttet. Eieiei. Das hat ja Tage gedauert. Da hat er mich in eine Nachtschicht eingelegt, ist er nämlich erst seit gestern auf dem Server. Der Junge. Also seit Ortszeit jetzt gerade, gestern. Um ehrlich zu sein. Wann kommt das Video raus? Warte mal, schaut mal diese wunderschöne Landschaft an, so. Ja, genau. Schaut sie euch an. Ist sie nicht wunderhübsch? Ich kann nicht sowas sagen, wenn das Video rauskommt. Am 21.09. So. Hier oben bin ich. Aber was man auch immer sagen kann, liebe Zuschauer. Wir haben noch keinen Namen für die Zwergenstadt und ihr könnt ja mal überlegen oder entscheiden, wie die Zwergenstadt heißen soll. Ah, das kriegt man ein Extra-Dörfchen, ja? Genau. Das ist der Mineneingang und dann könnt ihr ja mal entscheiden, wie die Zwergenstadt heißen soll. Das sieht ganz schön verwunschen aus. Das sieht übelst verwunschen aus. Jetzt noch ein Screenshot, wie ich im Gang stehe. Hab ich schon gemacht. Okay, ganz viele Fotos. Dann müssen wir jetzt, das ist jetzt ein bisschen faul gemacht. Wir müssen nämlich jetzt hier runter. Also von schönen großen Eingängen. Autsch, 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 autsch. Aua. Ah, erstmal Kopf einrammeln, ja? Au, au, au. Aua, ei, ei, au. Oh, ah. Das ist Zwergentraining, deswegen haben wir so dicke Schädel. Immer schön dagegen stoßen. Ah. So, denn ich habe schon gehört, dass unser guter Cedric, wurde mir schon erzählt, dass er ausrasten wird, wenn er meine ganzen Fackeln sieht, denn ich habe gehört, der gute Cedric benutzt ein sehr spezielles Fackelsystem. Ja, Fackelrecht-Trick. Und also hier sind Eingänge markiert. So, jetzt zeige ich dir mal, nämlich da, wo du dein ganzes Kohlezeug herbekommst. So, hier ist doch größtenteils Fackelrecht. Au. Genau, hier runter, da hast du recht. Und jetzt hier lang. Alter, jetzt finde ich schon nicht heraus, weil ich einmal runtergefallen bin. Genau, einfach geradeaus. Genau, dadurch. Und dann bist du auch schon da. Und dann kannst du dich ruhig bedienen.
meine, wir haben sehr viel Zeug jetzt hier drin. Oh, da ist auch ein Skeleton. Und das Skeleton schießt auf uns. Dann schnappen wir uns mal unsere Schwerter und dann kämpfen wir mal eine Runde. Ich habe Plünderung auf meiner Axt. Hier gibt es noch viel Eisen, viel Kohle. Wenn du was brauchst, kannst du es einfach nehmen. Nee, ich nehme das hier nicht. Das ist deine. Ja, weil du vorhin Kohle gebraucht hast. Deswegen habe ich dir angeboten. Nee. Ich habe zwar die Mine. Keine Fackel mehr, aber überlegt, schaut hübsch aus. Ja, hübsch. Also ich habe überlegt, dass ich dieses hässliche Eingang-Dingens, was ich da noch habe, wegmache. Autsch. Und dann später noch mit Holz so eine Art Gerüste hier hinbaue, damit das ein bisschen aussieht, als würden hier Zwerge auch aktiv noch Stein abbauen. Mhm. Mal kurz was trinken, meine lieben Freunde. So. Da wollen wir uns immer mal wieder, glaube ich, in Richtung Tageslicht begeben. Ja, das wäre natürlich sehr nett. Denn es gibt noch viel in den Zwerghallen zu tun. Seht ihr mal. Aber ihr könnt auch nochmal sagen, zusätzlich zum Zwergennamen, schreibt doch mal in die Kommentare, wie immer, was man als nächstes in der Zwergenstadt bauen soll. Weil jetzt haben wir ja die große Halle, aber es bleibt ja nicht nur bei der großen Halle. Mhm. Aber mal reinschreiben, was ihr denkt. Na komm, so. Lalali, lilu, lanana, ninenu. Lalala, lilali. Hast du dich verlaufen oder springst du gerade hoch? Nö. Ich spring hoch. So, ich verbreite dir ein bisschen deine Treppe. Das heißt verbreitern. Ich vertiefe sie dir. Geht's denn jetzt hier rum? Ja, gleich draußen. Ich die ganze Zeit den Kopf stößt. Ja, dass man sich nicht den Kopf stößt, genau. So. Pass jetzt mal kurz auf mich auf. Jetzt schummeln wir hier mal ein ganz klein bisschen. Schummeln? Nein. Wir wollen ja nicht den ganzen Weg hier wieder zurücklaufen. Ein bisschen Fallschaden nehmen und dann sind wir auch gleich wieder in den Zwergenhallen. Da kann man ja nochmal überlegen, irgendwas mit einer kleinen Treppe zu bauen, dass man da oben dann gleich zu den Minen kommt. Geronimo! Ah! Er soll den Knochen schlagen. Bam! 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 Knochenpower! Bam! Faustschlag! Faustschlag! So, jetzt bin ich bei einem Herz angelangt. Achso. Gleich bin ich tot. Nee, das hör ich auf. Denn sonst, sonst beiß ich ins Gras. Wirklich? Oh. Oh! Wo ist er denn? Und da spawnt er beim Spawn. Nein! Du hast doch im Bett geschlafen. Ich weiß, ich frag mich auch gerade, warum ich nicht bei mir spawne. Was? Ist das Bett weggebaut? Nein, das Bett ist nicht weggebaut.
Und es ist auch nicht zerstört worden. Dann werde ich mich einfach nochmal begeben. Begeben? Ergeben, meinst du? Ergeben. So, meine lieben Freunde, ich habe jetzt Bergstetten übernommen. Der Max ist gestorben. Es tut mir wirklich ausrichtig leid, aber es war ein Versehen. Das war's. Das war das. Das war's mit den Zwergen. Das war's mit den Zwergen. Ne, neue Hexe ist geboren. Oha. Nein, Quatsch. So, ich wollte mir noch mal das hier Örtchen hier ein bisschen genauer angucken und hier dieses Haus mal anschauen. Es ist typisch zwergisch. Ihr kennt diesen Häuserstil ja schon bereits vom Juhu. Ist der Eingang? Gibt keinen Eingang, ist der Hammer. Hä? Wo ist der Eingang? Hier ist der Eingang. So. Ganz niedlich, fein. So soll es sein. Und guck mal hier, tue ich ein bisschen was hinzu. Das. Bäm, bäm, bäm. So, da wird er sich freuen, wird er sich da. Tatada, zack, zack, zick, zuck, zick, zack, 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 zack. Der wird er sich freuen. So. Hier schläft der Gute. Und hier hat er noch einen Dachboden. Und guck mal, hier fehlen 1, 2, 3, 4, 5 weiße Wolle. Hat er schon mal einen mehr. Bam. Ah, du bist gerade in meinem kleinen Häuschen, das ich am Anfang gebaut habe. Korrekt. Ja, und mit diesen Worten verabschiede ich mich auch aus dieser Folge. Alles klar. Ne? Will nur schnell warten, bis du hier wieder zurückgefunden hast, oder bist du schon zurück? Ich bin schon zurück. Bam. Bam, bam. Also verabschieden wir uns mit einem Hinleger ins Bett. Bei mir auf jeden Fall. Bam. Weil es gerade schon wieder finsterste Nacht wird. Finsterste Nacht. Finsterste Nacht. Das ist schön, das ist schön. Es ist Vollmond, ne? Wow. Vollmond, der Mond geht auf. Der Mond ist aufgegangen. Wer kennt es nicht? So, mal Foto machen, ja. Aber machen wir nicht umsonst Foto. Sondern, nee, warte mal, aufstehen, aufstehen, aufstehen. Achso. Genau, so. Guckt euch den Mond an. Oh, er ist nicht mehr da. Ach, guck mal, aufstehen. Müssen das Bett anders platzieren. Wo ist das Bett? So. So. Ah, guckt den Mond an. Super. Ciao. Da war sogar eine Sternschnuppe drauf. Habt ihr die gesehen? Herrlich. Guck mal, dasselbe Zimmer mit Sonnenbild, aber wir können uns ja nicht hinlegen. Ah, so, so. 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 So eventuell. Oder so. So. Richtig gut. So. Mein lieber Max, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich dir auch. Bist du zufällig in deinem Haus drin? Ich bin zufällig in der Zwergstadt drin. Zufällig, richtig gut. So, bam, bam. Hab ich nur zwei? Das waren bloß zwei. Die voll los hier. Dann noch eins, zwei, drei, vier. Na, schade. Ich hab dir fast noch ein Haushuhn verschafft, aber leider ging's nicht. Ja, meine lieben Freunde, das war's jetzt von hier, ne? Ich wünsche euch auch noch einen wunderschönen Tag. Es war wirklich sehr schön, hier mal Bergstätten zu besuchen. Und bei wunderschönen Sonnenschein tun wir jetzt mal hier die Aufnahme beenden. Wupp. Guck mal, hätten wir auch dort oben reinwerfen können. Und dann werde ich mich jetzt auch gleich mal aufmachen. Da oben rein, ne? Nämlich was zu essen, denn. Genau. Aber gibt's jetzt was zu futtern. Und wenn ihr das nicht schon am Wochenende gesehen habt, ich nehme jetzt Formel 1 auf. Viel Spaß dabei. Brumm, brumm. Brumm, 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 brumm. Formel 1. Freue ich mich. Oder ja. Flo. Die Spinne, die hat blaue Zähne. Eine blaue Zähnspinne. Die Spinne mit den blauen Zähnen. Ich will dich nicht töten. Los, Bildchen. Nein, nicht töten. Hier. Ja.
Bild. Bild. Aua. Au. Komm runter. Komm. Bossfight hier. Nein, das will sie nicht. Ich soll hochkommen, ne? Dass sie mich anspringen kann. Hallo. Huhu. Hier bin ich. Da hatte ich wieder vergessen. Hat ein Gehirn wie so ein Schmalfuß. Da ist er. Super wild. Ah. Huhu. Huhu. Ah, eh. Hehehe. Ciao, meine lieben Freunde. Weit in die Ferne. La 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 la.